Stefan Glaubitz am Bass. Ralf Außerbauer am Schlagzeug. Sarah Glaubitz, Tenorsaxophon und Gesang. Mein Begleiter von vorhin, Dieter Knirsch am Piano. Ich bin der fünfte Mann. Thank you.
Vielen Dank für Ihren Applaus. Das erste Stück ist ein Stück aus unserer Feder gewesen und es dreht sich darum, wie einfach eigentlich alles im Leben sein kann oder vielmehr könnte, und deswegen heißt dieses Stück auch All So Simple. Das nächste Stück hat damit zu tun, dass überall mit Gewalt der Frühling ausgebrochen ist. Man sieht es außenrum, die Bäume stehen in frischem Grün, die Narzissen blühen, die Tulpen blühen. Und aus diesem Gefühl heraus ist der nächste Song, das nächste Stück entstanden. Sarah Gallitz, und das ist das Besondere daran, wie ihre Stimme als Instrument einsetzen. Und das Stück heißt Spring is a Song. Der Frühling
ist ein Lied. Thank you.
Spring is a song. Der Frühling ist ein Lied. Wir machen jetzt ein bisschen anders weiter. Das war bis jetzt alles sehr getragen, sehr nachdenklich. So wird nicht der ganze Abend sein. One, two.
Vielen Dank. Das Stück hieß Big Ben und der Grund ist relativ einfach. Sie werden es sicher gehört haben. Diese Schlusskarte ist Buda da da, erinnert an die Kirchenglocken von Boltenhagen. Und wenn wir schon mal in diesem Fahrwasser sind, auf dieser Schiene sind, dann schicken wir einen Blues hinterher und diesmal eine gesungene Version. Mit den Blues-Stücken ist es ja immer so eine Sache. Wenn Männer das singen, dann geht es irgendwie darum, mein Geld ist weg oder meine Frau ist weg oder meine Frau ist mit meinem Geld weg. Wenn Frauen sowas singen, dann geht es immer darum, dass sie von Männern schlecht, übelst behandelt werden. Was soll man dazu sagen? Die Welt ist ungerecht. Und genau um das geht es in dem nächsten Stück auch. Es heißt Fine and Mellow. Es ist ein Blues, der von Billie Holiday geschrieben worden ist. Sarah Gallitz wird ihn für Sie singen. Ein Hoffnungsschimmer bei der ganzen Sache ist allerdings der, so übel Männer auch manchmal Frauen behandeln mögen, manchmal sind sie eben doch fine and mellow. Sylvester on it. He wears red shoes. But when he's into love me, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Gonna stay home every day. Treat me right, baby, and I'm gonna stay home every day.
But you're so mean to me, baby. I know you're gonna drive me away. Love is just like the faucet. It turns off and on. Love is just like the faucet. It turns off and on. When you think it's on, baby, it has turned off and gone.
Das war ein Stück. Vielen Dank für den Applaus. Auch das war ein Stück von uns. Und heißt Life Can Be So. Und bevor wir Sie jetzt in die Pause entlassen, in die wohlverdiente, spielen wir für Sie jetzt noch einen Blues von unserer CD, von unserer aktuellen, die wir auch mitgebracht haben, deren Erwerb nicht nur für Sie, sondern auch für uns ein großer Gewinn wäre. Und das Stück heißt Hot and Heavy. Thank you.
if she don't love me, no horse has to will. From Mississippi, from sitting on a high stone. Mississippi frog sitting on a high hill stone. I got so many women, I don't know what to jump. I said, flip, flop, and fly. I don't care if I die. Flip, flop, and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me. Danke für den Applaus. Für Zugaben ist es noch zu früh, wir spielen noch ein ganzes Set. Das war übrigens unser zweitbestes Stück. Das Beste kommt nach der Pause, damit Sie auch noch einen Grund haben, hier zu bleiben. Die Musiker, Dieter Knirsch, der Herr über Tag und Nacht, schwarz und weiß, die 88 Tasten seines Klaviers, Dieter Knirsch. Stefan Glaubitz, der mit einem übermannshohen Instrument kämpft und in aller Regel gewinnt. Ralf Außerbauer, ohne den die Band nur eine Band ohne Schlagzeug wäre. Und nebenbei auch noch ohne Drive, Groove und was alles so dazugehört. Sarah Gallitz, die bezaubernde Sarah Gallitz aus Portugal, was bis jetzt noch nicht so wirklich zum Tragen gekommen ist. Du kannst einen Satz auf Portugiesisch sagen. Sie spricht kein Deutsch. Vocals und Tenorsaxophon. Sarah Gallitz. Mein Name ist Michael Holm und im zweiten Set spielen wir für Sie noch Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Wir spielen als nächstes ein Stück, das ebenfalls so gerade noch mit Frühling zu tun hat. Und das finden Sie auch auf dieser CD. Wer noch keine CD hat, der kann es natürlich auch nicht drauf finden. Den Hinweis konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Das Stück heißt End of December, End of December. Thank you.
trouble was money. I swear I'd be a millionaire. If trouble was money. End of December. Das nächste Stück ist ein Stück für alle, die mit ihrem Urlaub, mit ihrem Wochenende generell immer leicht unzufrieden sind. Was wünscht man sich am Wochenende, am Sonntagabend und was wünscht man sich am letzten Urlaubstag? Musik. Musik ist immer gut, das ist richtig, ja. Nee. One more day. Noch einen Tag und nach dem Tag dann möglicherweise noch einen Tag und dann noch einen Tag und so weiter und so fort. Ein Stück von unserer nächsten CD, die wir sicherlich dabei haben werden, wenn wir uns das nächste Mal sehen. One more day. Thank you.
Danke sehr. Wir kommen jetzt zum ernsten Teil dieses Abends. Wie ich vorher bereits angekündigt habe, ist unsere Sängerin Sarah Galitz aus Portugal. In Portugal gibt es eine ganz typische Volksmusik, die heißt Fado. Fado zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich Leute zu einem Konzert treffen, eine Klinikpackung Papiertaschentücher dabei haben und wenn der Sänger über, der Sänger oder die Sängerin, über die schlimmen Dinge singen, die es im Leben so gibt, werden diese Taschentücher auch relativ zügig verbraucht. Mit Schniefen, Schnäuzen, Weinen. Das ist eine sehr emotionale, eine sehr tiefgründige Musik. Und genauso ist das Stück, das uns Sarah Galitz jetzt singen wird. Es geht um einen Torero, beziehungsweise um die Frau eines Toreros. Wir wollen jetzt keine Diskussion über Tierschutz hin oder her starten. Es ist ein Lied, das mindestens schon 60, 70 Jahre alt ist. Es geht um die Frau eines Toreros. Und jedes Mal, wenn er in der Arena ist, stirbt sie 1000 Tode. Weil sie Angst hat, dass ihn der Stier aufspießt, ermordet, umbringt. Und sie weiß nicht mehr anders zu helfen. Sie fällt auf ihre Knie und sie betet. Cheio de graça, de uma graça semelhante, na arena sereno e forte, abre o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte à sua frente, cingido ao toiro, traz-lhe a luz do sol rebrilhar, vejo o meu querido destemido toiria, e quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo a chorar uma oração, torero audaz e valente, frente a um toiro traiçoeiro, eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas ai, se numa corrida o meu amor arrogante sofrer alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante. Trás de ouro, a luz do sol rebrilhar, vejo o meu querido destemido toirear, e quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo a chorar uma oração.
prevalente, frente a um toiro traiçoeiro. Eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas ai, se numa corrida o meu amor é arrogante, sofrer alguma colhida que eu brilhar, vejo o meu querido destemido a toiria, e quando a lide se decide, eu ouço sem fim uma ovação junto ao altar, rezo chorar uma oração. Wunderbare Sarah Galitz mit dem Fado do Toureiro. Wir arbeiten übrigens an einem weiteren Fado, der die ganze Geschichte aus der Sicht des Stiers erzählt. Singen will ihn unser Bassist. Aber da werden Sie sich noch ein Jahr gedulden müssen. Wir spielen jetzt wieder ein Stück von unserer aktuellen CD, über die ich heute, glaube ich, noch gar nicht gesprochen habe. Das Titelstück, Get It! Thank you.
Danke sehr. Das war Get It. Sarah Galitz, Tenorsaxophon und Gesang. Der Mann mit den flinken Händen, Ralf Außerbauer am Schlagzeug. Der Mann mit den kräftigen Händen, Stefan Glaubitz am Bass. Und der Mann mit den feinen Händen, Dieter Knirsch am Klavier. Und weil wir vorhin schon bei Portugal waren, wird uns Sarah Galitz jetzt noch ein Stück aus Brasilien singen. Und es ist ebenfalls ein fürchterlich trauriges Stück, denn es geht um Karneval. Oder wie man da alles trifft oder wie man da alles verliert. Es ist ein Stück von Louis Bonfá, einem brasilianischen Komponisten, das heißt Orfeo Negro. Aus dem gleichnamigen Film des französischen Regisseurs. Und jetzt habe ich es vergessen. Anyway, Orfeo Negro. Wir teilen sie hinterher mit, wir machen das bei mir als Beschluss. Tão bonita manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, outro dia verá. É nossa manhã, tão bela final manhã de carnaval. Thank you.
que chegou. O sol nasceu, surgiu, e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã, tão bela afinal. On this magical day, over love, only live in my dream. Wir spielen jetzt wieder ein bisschen was Schnelleres für Sie. Allerdings sind wir in diesem Fall extrem auf Ihre Mithilfe angewiesen. Speziell für dieses Stück haben wir normalerweise 4 bis 5 Musiker mehr dabei. Ein Paukenspieler, einen mit einem großen Gong, einen mit einem indischen Tabla, einen Konga-Spieler, einen Bongo-Spieler. Die sind heute leider alle ausgefallen, weil wir sie auf dem Rasthof vergessen haben. Und deswegen, es wird der Moment kommen, wo in diesem Stück ein Bass-Solo gespielt werden wird. Frei nach Hans Moser, es wird ein Bass sein und wir werden nimmer sein. Und bei diesem Bass-Solo ist die ganze Band weg und lässt den Bassisten allein. Wenn Sie ihn nicht tatkräftig unterstützen, dann findet das Bass-Solo nicht statt. Sollten Sie also von Haus aus irgendwas gegen ihn haben, schauen Sie mal an. Ist eigentlich nicht unsympathisch im Großen und Ganzen. Dann können Sie es natürlich auch bleiben lassen zu klatschen und das Bass-Solo bleibt Ihnen erspart. Wenn Sie allerdings meinen, eigentlich ist er ganz ein netter Kerl und soll auch nicht leben wie, und soll singen und soll auch nicht leben wie ein Hund. Und außerdem ist er sowieso heute sehr, sehr traurig, weil er sich in diese Badenixe am Strand verguckt hat. Ich finde, er hat ein bisschen Hilfe verdient. Wie gesagt, wenn das Bass-Solo kommt, werde ich Sie darauf aufmerksam machen. Und ich bitte Sie inständig, ihn zu unterstützen.
Vielen herzlichen Dank. Ihr seid ein tolles Publikum. Danke. Mitarbeit. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuspielen. Vielen Dank. Dankeschön. Und damit wären wir grundsätzlich eigentlich am Ende gewesen, aber nachdem das sich ja schon sehr, sehr nach Zugabe angehört hat, von Ihrer Seite, bringen wir einfach rein. Dann. Ja, so einfach ist das nicht. Ja. Wieder ein Stück von uns und ein Stück, das ich besten Wissens und Gewissens geschrieben habe, damit einen Welthit zu landen. Es lässt momentan noch ein bisschen auf sich warten, aber ich spüre es, der Durchbruch ist nicht mehr fern. Weil es eine unglaublich, eine fantastische Komposition ist. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben schon mal jemals irgend so was Tolles geschrieben habe. Daneben verblassen Beethoven, Bach und Brahms zur Unsichtbarkeit. Es gibt bloß einen Menschen, dem das Ding nicht so wirklich gefällt. Und dieser steht links neben mir. Als sie das erste Mal gehört hat, was ich da fabriziert habe, hat sie gesagt, das klingt wie Waschmittelwerbung. Sowas demotiviert einen. Ich konnte tatsächlich irgendwie die nächsten zwei, drei Tage irgendwie nicht mehr Musik hören. Geschweige denn Fernseh schauen, weil da Waschmittelwerbung kommt. Egal, mittlerweile haben wir uns dazu durchgerungen. Ich habe meine ganze Autorität spielen lassen. Wir machen das Stück trotzdem. Soll es klingen wie Waschmittelwerbung, ist mir egal. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir den Welthit und es heißt Clean and Bright. Thank you.
jetzt mit neuer Formel für eine extra weiße Wäsche. Vielen Dank nochmal. Ihr wart ein tolles Publikum. Es war ein wunderschönes Erlebnis für uns, heute in dieser kleinen, aber sehr, sehr feinen Kirche spielen zu dürfen. Wir danken auch der Küsterin, die uns unterstützt hat. Wir danken Thomas Bordella, der die ganze Sache möglich gemacht hat. Natürlich auch der evangelischen Kirchengemeinde hier, um die es sicherlich nicht gegangen wäre. Und ich für meinen Teil habe jetzt nur noch eines zu tun, nämlich mich bei meinen fantastischen Musikern zu bedanken. Dieter Knirsch, unser Held am Klavier. Stefan Glaubitz, der mit dem Bass tanzt. Ralf Außerbauer, ein Falter am Schlagzeug. The man with the punch. Und Sarah Galitz, Tenorsaxophon, Vocals und Verantwortliche dafür, dass die Band das ist, was sie ist. Vielen Dank. Und natürlich der wichtigste Mann, Michael Außerbauer. Total begeistert. Es war ein fantastischer Abend. Und wer schon öfter unsere Konzerte hier in Boltenhagen besucht hat, der weiß, dass unsere Künstler auch noch ein süßes Dankeschön bekommen aus dem Kaffeepaketchen. Es ist für jeden, die sind obersuper köstlich. Sehr schön. Ja. Kommen Sie alle gut nach Hause. Vielen Dank, das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes süß. Ich sehe da allerdings bloß eine Packung für euch. Nicht so viel mitbleiben. Nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Danke sehr.